Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Oder eher gesagt, Let's Play Rise of the Tomb Raider. So, ich habe jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Aber egal, wir kriegen das auch so hin. Ich muss nur meine Empfindlichkeit runterstellen und gucken, wo ich hin muss. So. Ich muss hier runter. Gut, gut. Genau, da haben wir das letzte Mal gespeichert. Und es ist ein bisschen was passiert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Aua. Diese Tiere sind wirklich der Shit. Also, ich müsste jetzt theoretisch da hoch. Aber es ist einiges passiert. Und zwar ist ein Update rausgekommen. Und zwar ein wundervolles Update, was uns DirectX 12 spielen lässt. Und wir spielen gerade tatsächlich auf DirectX 12. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet. Okay. Ja, ich habe da einige Tests mitgemacht und also es ist jetzt nicht unbedingt schneller. Muss ich sagen. Aua. Ups. Es ist sogar ein paar Frames langsamer. Teilweise. Aber es hinterlässt so gut wie gar keine Frame-Drops mehr. Und deshalb habe ich mir gedacht, arbeite ich jetzt mit DirectX 12. Läuft doch super. Lasst meinen Prozessor etwas mehr aus. Oh. Bleib's. Komme ich auch so nicht hoch, ne? Also dümmer kann es ja wohl kaum sein. Auf jeden Fall deshalb, ja. Erstmal. So. Jetzt aber. Durchkämmt ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Das war extrem. Komme ich da einfach so rüber? Nein, komme ich nicht. Juhu, ich bin wieder am Anfang. Wer hätte es erwartet? Habe ich das Ding schon ausgenommen? Ja, habe ich. Gut. Ja. Auf jeden Fall diesmal werde ich es hinbekommen, ja? Da du so schön sprintest, Clara, kriegen wir das schon hin. So.
Achtung, der Kontakt zu dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörung. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Oh. Was? Ich kann ihn nicht looten? Ach. So. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Da muss ich hoch. Ja, das ist klar. Nee. Das geht auch nicht. Nee, nee. Ja, das ist klar, dass ich dahin muss. Ernsthaft? Gut. Nee, da komme ich nicht hoch. Juhu, wunderschön. Es müsste eigentlich passen. Ich weiß nicht, wieso das nicht passt. Da oben ist kein Feind. Spring doch einfach. Natürlich. Ich habe ja diesen scheiß Haken da. Ach ja. Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. So, jetzt aber. Passt auf. Ja, Mann. Geht doch. Na? Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig, und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Schön. Also da gibt es scheinbar wieder Miss Prophet. Willkommen. Okay. Auch mit dir.
Ernsthaft? Was ist denn mit mir los? So. Guck mal. Geht doch. Da ist noch eine Kiste. Es ist wirklich so weit, was? Wenn die den Atlas wirklich da drin finden, was dann? Der Atlas ist eine Karte. Er weist angeblich den Weg zu dem, was... Was ist das? Nee, den kriege ich nicht. Schade. Ach. Da ist er. Schön, schön. Oh, ich glaube, ich habe gerade etwas übersehen, was da lag, aber egal. Hallo? Ja, hier dürften keine Gegner sein. Weil sonst unsere liebe Lara geduckt ist. Nee, das Ding kann ich nicht sprengen. Da geht's hoch. Was? Die haben hier eine Kathedrale gebaut? Und hier ist nichts drin, ne? Was ist denn das für ein Scheiß? Gut, gut. Wir sind auf der unteren Ebene, was mit der Neuen angeht. Wir haben die Nachricht verloren. Was heißt verloren, Kommandant? Kein Funkkontakt, kein Sichtkontakt. Nichts! Dann machen Sie Grenzen weiter. Das sieht der Missionsplan nicht vor, Herr. Es wird zu viele unnötige Risiken. Sie können Sie erreichen? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ich brauche praktische Unterstützung. Nein, wir haben mit diesem Tal schon alle Hände voll zu tun. Wenn Sie glauben, verfolgt zu werden, machen Sie schneller. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Gut. Dass man immer seine geile Axt dabei hat. Das ist so wie bei Assassin's Creed, dieser Sprung, dieser Greifsprung da.